Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Mr. Adam! We missed you. Hi Michael, ich hab dich auch vermisst. Wir haben uns so lange nicht mehr gehört, Mensch. Da wurde es auch mal wieder höchste Zeit, ne? Und nachdem wir über Metal Gear Solid gesprochen haben, wir haben noch so viele Spiele, über die wir reden müssen. Also wir werden halt eh nicht fertig, ne? Deswegen lassen wir es drauf ankommen. Und worauf wir es auch drauf ankommen lassen, ist natürlich auf eine unserer beliebten Einstiegsfragen. Natürlich bekommst du auch eine. Du kannst dabei kein Geld gewinnen, aber vielleicht Erkenntnisse über dich selbst, wer weiß. Adam, was für ein Dino wärst du, wenn du ein Dino wärst? Vielleicht bist du auch schon einer, aber was für ein Dino bist du oder was für ein Dino wärst du? Oh, das ist eine gute Frage. Also, mit was für ein Dino identifiziere ich mich am meisten? Jetzt muss ich natürlich zugeben, dass ich nicht so viel Dino-Lore kenne, wie ich eigentlich kennen sollte für diesen Podcast. Deswegen, also die einzigen drei, die mir so einfallen, sind gerade T-Rex, Velociraptor und Brontosaurus. Und ich identifiziere mich, um ehrlich zu sein, nicht mit gar keinen von den dreien. Deswegen will ich die jetzt nicht einfach nur nennen, weil ich sie kenne. Kennst du diesen Dino, der so ein bisschen wie ein Nashorn aussieht und quasi so eine Art Schild auch über den Augen hat? Und so links Hörner? Und rechts auch so zwei Hämmer, ne? Ja, genau. Das identifiziere ich mich. Wie auch immer dieser Dino heißt, schreibt es doch gerne in die Kommentare, meine Lieben. Das ist so witzig, weil ich nämlich lustigerweise genau dieser Dino bei Jurassic World Evolution immer die größte Diva ist, was du jetzt überhaupt auf keinen Fall auf dich beziehen musst. Aber wenn du diesen Dino ins Gehege packst, der hat immer Ansprüche. Ja, nee, da kann ich mich doch mit identifizieren. Nee. Mit dem identifiziere ich mich. Ich weiß auch nicht wieso, aber der ist mir sofort ins Gehirn geschossen und deswegen muss ich den jetzt nennen, wie auch immer der heißt. Ich werde in die Kommentare gucken und mich darauf freuen, wenn mich jemand erleuchtet. Das überlasse ich dann Postproduktions-Michael, der wird das auf jeden Fall rausfinden. Genauso überlasse ich Postproduktions-Michael wiederum. Es ist immer, die Dinos kann man immer so leicht beschreiben, aber wie sie dann letztendlich heißen, das sind ja wahre Zungenbrecher. Ich denke mal, wir haben uns früher alle mit den Velociraptoren verglichen, den Darth Mauls unter den Dinos, während T-Rex der Darth Vader wäre. Interessant. Also welche Star-Wars-Charaktere repräsentieren Dinos? Das ist auch eine interessante Frage. ich mag vor allem diesen Dinosaurier, der so aussieht wie eine Ente. Ich mag vor allem auch diese edgy Dinosaurier, ne, die man jetzt nicht sofort immer auf die man kommen würde. Lustig, dass ich dann wiederum auf den Namen nicht komme. Ich find's aber sehr witzig, dass du dazu Dino-Lore sagst. Also quasi ein Archäologe ist eigentlich ein Experte in Dino-Lore. Ja, genau. Eben, sehr genau. Cool. Sehr, sehr cool. großartig. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, wir reden heute über Barbie-Games. Nein, natürlich nicht, wir reden über Dino-Spiele. Und dann bin ich jetzt wieder weg. Dann haben wir uns doch verquatscht. Nee, dann reden wir doch über Barbie-Games. Ja, aber Dino Crisis geht immer. Ja, komm, dann bleibe ich doch noch mal hier. Ja, dann reden wir wann anders über Barbie-Games. Da gibt es nämlich sogar richtig gute und richtig schlechte und richtig schlechte. Zu den Dino-Spielen, worunter wir beide ja eigentlich richtig, richtig Gutes kennen und soll eigentlich gefälligst mal ein Remake bekommen. Und das ist interessant zu erfahren, wann und ob das überhaupt mal kommen wird. Nämlich Dino Crisis, dem hast du dich ja mal vor Äonen in der Kreidezeit in einem eigenen Video gewidmet. Genau. 2:22 ist es lang, da hast du den kompletten ersten Teil analysiert, was es denn so episch macht. Und kannst du mir das innerhalb von 20 Sekunden zusammenfassen, was es so episch macht? Dino Crisis von Capcom, erschien in 1999. Rothaarige, sassy Protagonistin kämpft gegen Dinos und rettet dabei die Welt, Fragezeichen. In Klammern wahrscheinlich dann, das Fragezeichen. In Klammern, also wir kommen da auch im, ich weiß nicht, inwiefern wir ein über 20 Jahre altes Spiel hier spoilern wollen. Aber irgendwie, und das erläutere ich auch in meinem Video, rettet sie nicht so ganz die Welt, aber da kommen wir bestimmt noch zu. Ja, ich meine, wir werden wahrscheinlich jetzt gleich auch viel über den Vergleich zu Resident Evil reden, aber ist es nicht so, dass, sagen wir mal, Resident Evil, wenn der erste Teil gut ausgegangen wäre, hätte es dann überhaupt weitere gebraucht? Ich gehe stark davon aus, dass genau Dino Crisis in die gleiche Kerbe schlägt, denn man darf das Unheil ja nicht auslöschen, weil sonst gibt es ja keine weiteren Teile, richtig? Das stimmt, da hast du recht.
Zombie immer nur dämmen, nicht komplett töten, weil sonst hätte man ja keine weiteren Zombies. Ich finde es sehr lustig, dass du dich gerade in deinem Video mit dieser Frage auseinandergesetzt hast, was ja damals auch der Kritikpunkt für Dino Crisis war. Ist es an sich ein Resident Evil mit Dinos? Wie siehst du das, Adam? Tja, ich habe ja einen mehr oder weniger cleveren Titel genutzt mit dem, ich glaube, in Klammern K und dann kein Resident Brilliant. Evil Klon. Brillant, ja. Also ja, ich weiß, ich bin ja quasi Friedrich Schiller des deutschen YouTubes. Nein, jedenfalls, ich bin der Meinung, es gibt genug Innovationen in Dino Crisis, dass ich sagen würde, es ist kein reiner Resident Evil Klon. Aber man muss dazu sagen, Schöpfer Shinji Mikami, der hat dieses Spiel hauptsächlich als, ich glaube, Director oder als Produzent entwickelt. Und seine Ideen sind auch maßgeblich für die Entwicklung gewesen. Und man merkt das schon. Also, ja, also das Fundament ist schon Resident Evil. Das würde ich schon unterschreiben. Aber genauso wie ein, vielleicht ein, wie soll ich das sagen? Ich will einen Autovergleich jetzt ziehen. Wenn die Karosserie von einem SUV und einem kleinen Wagen die gleiche sind, ist dann doch vielleicht das Endpaket was ganz anderes. Oder vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel, weil die wahrscheinlich nicht die gleiche Karosserie haben. Aber zumindest, es ist ein anderes Modell von Survival Horror. So würde ich es beschreiben. Kann ja auch ein anderer Motor drin verbaut sein. Genau. Ein anderer Scheibenwischer, anderer Getränkehalter, solche Geschichten halt. Ne? Ja, mehr, ja. Mehr ja, PS, eine Red Hat vorne am Fahren, kann alles unterschiedlich sein, genau. Ne, das ist ja, glaube ich, immer so ein Grundproblem bei GamerInnen. Ich meine, es gibt sowieso so viele Spiele und dann fallen immer schnell die meisten ganz schnellen Vergleiche. Ne? Dann wird immer alles mit Breath of the Wild verglichen, alles wird immer mit Dark Souls verglichen, alles ist irgendwie Assassin's Creed etc. etc. Und ich glaube auch, das ist, ne, das ist so ein bisschen, um diese ganze, dieses Chaos an Games so unter Kontrolle zu halten, neigen wir ganz schnell dazu, Sachen miteinander zu vermengen oder zu vermischen. Aber ich es, mega interessant finde, weil du hörst seit Jahrzehnten nichts über diese Reihe, außer dass alle Leute sie wiederhaben wollen. Was ist für dich so das Eigenständige an Dino Crisis, jetzt mal abseits von Resident Evil? Also was ist in diesem Motor verbaut, was in Resident Evil nicht verbaut ist? Da muss ich auch mal kurz differenzieren, weil Dino Crisis ist auch eine Serie, die so ihre Identität auch ein bisschen gewechselt hat über die Spiele. Ich möchte mich heute nur auf Dino Crisis oder jetzt, wenn ich dir auch antworte, nur auf Dino Crisis 1 konzentrieren, weil das auch der Teil ist, den ich gespielt und auch analysiert habe. Und der ist noch so der ähnlichste zu Resident Evil. Deswegen ist das auch da am sinnvollsten, die Frage zu beantworten. Dino Crisis wurde auch vom Macher, während Resident Evil Survival Horror genannt wurde, wurde Dino Crisis Panic Horror genannt. Und das ist ein relativ guter Deskriptor, der dir dann auch ja, zeigt, was der Unterschied ist. Denn in Dino Crisis ist es um einiges dynamischer. Also die Dinos zum Beispiel sind schneller als du. Das ist ja in Resident Evil bei so gut wie allen Zombies jetzt, bis auf den Hunden und den Huntern, die ja auch, ich sag mal, spärlich eingesetzt werden, die Zombies sind ja so das der Hauptfokus, sind die schneller. Die sind, also die Dinos sind um einiges robuster. Also das Spiel vermittelt dir schon, also du wirst die jetzt nicht alle killen können. Du musst zwangsläufig welche am Leben lassen. Und das ganze Rätseln ist um einiges abwechslungsreicher, schwieriger, kreativer, würde ich sagen. Und die Story haben die ganz anders, finde ich, designt, von den Entscheidungen her zumindest. Weil in Resident Evil triffst du ja also auch immer Entscheidungen. Offensichtlich zum Beispiel bei Resident Evil 3, aber auch in den vorherigen Spielen trifft man indirekt Entscheidungen. Bei Dino Crisis ist das wirklich so schon eher so die moderne Art von, wie man Entscheidungen in Spielen trifft, dass man wirklich so vor einer Entscheidung steht, teilweise moralischen Dilemmen und dann sagt, okay, ich nehme jetzt A und ich nehme B und dadurch verändert sich die Story und auch der nächste Gameplay-Abschnitt. Und das unterscheidet für mich Dino Crisis von
den Resident Evil-Ablegern. Das ist so die Hauptunterscheidung, würde ich sagen. Ich finde das total spannend, mir das im Genlabor anzugucken, was wie zu Dino Crisis und Jurassic Park und sowas und Resident Evil passt. Also ich finde es immer interessant, dass es so wie der gemeinsame Nenner immer dieser Capcom-Spiele Biowaffen sind. Das stimmt. Es sind immer eigentlich Biowaffen und je nachdem, welches Labor du kommst, kommt dir was ganz anderes entgegen. Aber sich DNA-technisch anzugucken, wie das jetzt vielleicht sogar mit Resident Evil 3, Resident Evil 4 verwandt ist, weil selbst Resident Evil ist ja auch von so einer unheimlichen Richtung eher in so eine Action-Horror-Richtung gegangen. Oder auch in, du nanntest es jetzt Panic Games, ich nannte es dann irgendwie immer Stress- oder Terror Games, also wo ich auch Dead Space einsortieren würde, was für mich eher ein Stress-Game als ein Horror-Game ist. Es ist ganz interessant, wie man das jetzt alles definiert und wenn man dann sieht plötzlich, es gibt so 5 bis 7 Millionen andere unterschiedliche Spiele, wie viel Perspektiven Horror eigentlich haben kann, ne? Finde ich interessant, vor allem, weil du noch mal am Anfang gesagt hast, wir beziehen uns jetzt nur auf Teil 1, weil lustig, dass ich Dead Space schon angesprochen habe, denn Dino Crisis, wie ich gesehen habe, ist auch schon so von Teil 2 bis zu Teil 3. Teil 3 plötzlich spielt es irgendwie im Weltraum und ist richtig abgespaced. Also hat es quasi das Dead Space-Schicksal mitgenommen. Finde ich total faszinierend, total faszinierend. Danke auf jeden Fall dafür. Ich habe so ein bisschen auch dein Video durchgeguckt und abgemerkt, es gibt so Details zum Besseren, schwierigere Rätsel, mehr Entscheidungen, die Gegner sind anspruchsvoller hinzu, und das sind jetzt mehr so kleine Komfortsachen, dass das Inventar merkwürdig gestaltet ist, gleichzeitig auch gar nicht weißt, wo du da genau hin musst im Spiel, was halt blöd ist, wenn du dein Spiel unterbrichst für ein anderes Video und dann nochmal anfangen musst und Dino Crisis in den Himmel hast. Ja. Vor allem, das ist natürlich auch, ne, damals war das halt auf der PS1 bei den meisten Spielen ja so, also das ist ja kein Kritikpunkt, der jetzt spezifisch für Dino Crisis ist. Das Problem ist nur wirklich, die Rätsel sind teilweise so knackig, du kannst nicht mittendrin aufhören, weil du plötzlich dann vergisst, oh, was war da nochmal? Oder du lässt deine Notizen irgendwie fallen, also deine Real-Life-Notizen, weil, wenn ich mich recht erinnere, hast du in Dino Crisis kein Archiv, wo du die Sachen nachgucken musst. Du musst also zu den Orten wieder zurücklaufen, um dir das anzuschauen. Und da ist man wirklich, wirklich lost, wenn man das nicht macht. Und wie du auch gesagt hast, das Inventar, also das ist so undurchsichtig, so kompliziert. Es könnte sogar sein, dass irgendwo dann Archiv versteckt ist, aber wir das alle noch gar nicht gefunden haben, weil das Inventar einfach so kompliziert und umständlich ist. Aber ja, wie du schon sagst, das sind so Komfortsachen. Die haben sich halt ausprobiert, haben was an der Resident Evil Formel verändert, wo ich sagen würde, genau das hätten sie vielleicht von Resident Evil einfach 1:1 übernehmen können. Das ist jetzt, wir haben jetzt gerade einen weiten Bogen gespannt. Ich finde die Frage noch interessant, bevor wir später auf eine Capcom-Umfrage zu sprechen kommen. Wie kann ich eigentlich, wenn ich das nachholen möchte, überhaupt spielen? Und darüber habe ich mich eben mal schlau gemacht. Das ist ja auch ursprünglich für PlayStation 1 rausgekommen. Habt ihr viel Glück auf eBay, wenn ihr das dann erlangen wollt, weil das kann stellenweise je nach Gebrauchszustand schon bis zu 60 Euro und noch mehr kosten. Ich habe eben gesehen, es ist tatsächlich auch eine Zeit lang im PlayStation Store gewesen, gerade für PS3 digital. Scheint aber daraus wieder verschwunden zu sein, also zumindest finde ich die Seite nicht. Ich hatte letztens Schwierigkeiten, einen DLC für Dead Space 3 zu finden, also PlayStation Store gerade auf der PS3 halt super schwierig. Du empfiehlst aber die PC-Variante. Also ich muss sagen, die PS1-Variante habe ich auch komplett schon gezockt. Damit bin ich auch damals groß geworden. Ich kann beides empfehlen, wie du aber sagst, 60 Euro aufwärts ist schon echt knackig. Ich hatte Glück, ein Zuschauer, ich weiß den Namen gerade nicht, aber ein Zuschauer hat mir das PS1-Spiel geschenkt und auch zugeschickt. Und das habe ich dann auch gestreamt. Aber da hatte ich zum Beispiel auch das Problem, ne, wie die PS1-Spiele halt sind, ne, wenn da ein bisschen Kratzer drin sind, dann hakt's. Und das Problem hat man bei der PC-Version natürlich nicht. Ihr müsst euch natürlich die PC-Version legal kaufen, aber die gibt es nicht
nirgendwo mehr legal zu kaufen, aber ihr müsst sie legal kaufen. Und dann gibt es einen schönen Rebirth-Patch. Ich meine, ihr könnt ja in den Laden gehen, in den Retro-Laden und euch da die alte PC-Disc kaufen und das dann über euer CD-Laufwerk, was ihr natürlich noch im PC habt, dann abspielen. Und dann gibt es die gute Rebirth-Version des Spiels, die ihr wahrscheinlich auch gerade im Hintergrund laufen korrekt, seht. Ja. Weil ich dem lieben Michael natürlich das Footage auch zuschicken werde. Richtig. Und diese Rebirth-Version sieht, finde ich, echt super aus. Sieht schon fast aus wie ein PS2-Game oder wie ein Early-PS2-Game. Was auch daran liegt, wie das Spiel entwickelt wurde. Und diese Version würde ich euch empfehlen. Also, wenn ihr es gar nicht gespielt habt, dann spielt ruhig PS1 oder die originale PC-Version. Wenn ihr das einfach noch mal erleben wollt, holt euch gerne den Rebirth-Mod und gönnt euch. Außer natürlich, Capcom sagt, wir sollen das nicht machen. Wenn die Capcom-CEOs vor meiner Tür stehen, sage ich natürlich auch, hey, holt euch keine HD-Mod oder so, weil das ist böse. Aber unter der Voraussetzung, dass es für Capcom okay ist, holt euch den Rebirth-Mod. Ist echt cool. Das ist nämlich immer so das Problem, ne? Dieses ewige, ich verstehe die Kritik daran, ne, dass man irgendwie auch mal was anderes haben will, als immer nur Remakes und Remasters. Gleichzeitig sehe ich da aber auch die Möglichkeit, dass man überhaupt so alte Spiele wieder spielen kann. Ist halt auch die Frage, ob es nur um einen Port geht oder komplett um ein Remake. Ich denke da vor allem jetzt an dieses, an die Star Wars Battlefront Collection, was kein Remaster und kein Remake ist. Es ist einfach nur die Neuauflage des alten Spiels, halt für moderne Systeme und sowas finde ich halt cool, wo ich mich halt frage, warum Capcom das nicht macht, weil das wäre eigentlich easy Geld, aber die sind wahrscheinlich erstmal auf Resident Evil auf. Ich finde es interessant, dass sie kürzlich in der Umfrage Anfang des Jahres gefragt haben, zu welchen Franchises sich die Leute Fortsetzungen wünschen und da war Dino Crisis drunter aufgeführt. Ja. Wie bewertest du das, Adam? Also ich muss zugeben, ich habe immer mal wieder in so Capcom-Umfragen reingeschaut und auch abgestimmt. Ich glaube schon, also die machen das ja schon seit wirklich vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, Dino Crisis war da immer dabei. Deswegen macht das mir jetzt noch nicht so die Hoffnungsgefühle, dass ich sage, boah, das heißt, das muss ja was heißen. Aber ich glaube schon, dass die wissen, da ist immer wieder Nachfrage und dass das immer wieder in den Umfragen ist, heißt für mich auch, dass die selbst wissen, dass da eine gewisse Nachfrage definitiv existiert. Und deswegen, ja, also wie gesagt, kein großer Hoffnungsschimmer, aber vielleicht bedeutet das auch was Gutes für uns. Es ist wahrscheinlich, ne, wenn die am Schreibtisch sitzen oder in ihren riesen Konferenztischen und dann Zahlen hin und her schubsen und sich dann fragen, ne, wie viel Chancen hat das? Es ist an sich ja nicht eine so derart beliebte Reihe wie Resident Evil. Es zählt ja sogar eher noch als Geheimtipp im Vergleich zu Resident Evil. Es hat jetzt auch einfach, wie siehst du das, hat Dino Crisis irgendwie krasse Charaktere, Punchlines, irgendwas Meme-würdiges? Also es ist so, in dem Mikrokosmos von Dino Crisis, ja, in der Dino Crisis Bubble, die ich für mich selbst auch so ein bisschen kreiert habe, also mit meinen Zuschauern, gibt es eine Menge Inside Jokes, weil die Synchro damals, die englische, die war einfach zum Schießen. Die sind alle am Overacten. Da gibt's zum Beispiel so Sachen, also wenn ich die nachmache, werden die jetzt unlustig sein, ja. Aber der Wissenschaftler zum Beispiel, Dr. Kirk, der ist total am Overacten, obwohl der ein richtig guter Voice-Actor ist. Das waren so seine ersten Performances. Und der redet einfach zum Schießen. In meinem Video werdet ihr das auch sehen. Der sagt zum Beispiel Overload. Und das ist jetzt schon so ein Running Gag in meiner Community. Es gibt auch so Barney-Vergleiche in dem Spiel. Das ist alles so ein bisschen, also die Special Ops-Charaktere, die da sind, nehmen das teilweise auch gar nicht so richtig ernst, dass da Dinos rumlaufen und machen sich darüber lustig. Das Spiel ist auch richtig, also teilweise richtig witzig. Manchmal also nicht gewollt, manchmal gewollt. Und was so Meme-Potenzial angeht, ist da sogar eigentlich mehr zu holen als in Resident Evil 1 zum Beispiel. Oh. Resident Evil 1 ist halt nur um einiges beliebter, weswegen die Memes auch beliebter sind, ist ja logisch. Und bei Dino Crisis ist es halt teilweise hat man das Gefühl, das ist auch gewollt. So, dass man gesehen hat, bei Resident Evil 1 war das erfolgreich. Und bei Dino Crisis hat man es dann so ein bisschen diese Cheesiness schon
schon gewollt, sage ich jetzt mal. Aber es ist noch so auf so einem Level, dass man sagt, die Cheesiness ist zwar gewollt, aber da ist noch genug ungewollte Cheesiness, dass man sich denkt, geil. Das ist so ein Problem, wenn man dich in Podcasts einlädt, dann will man immer die Sachen spielen, über die du redest. Tja, ich wäre eine gute Werbemaschinerie für Capcom. Ja, CreatorInnen sowieso, ne? Also deswegen, das ist ja auch alles irgendwie ein und dasselbe manchmal. Und das fließt ineinander über und wir zelebrieren alle Games und verdienen auch alle Geld daran und damit. Michael, ich wollte noch kurz was zu Ports sagen. Ja, bitte. Weil ich finde, das passt nämlich hier auch gut rein. Ich verstehe wirklich nicht, wieso die Ports nicht einfach neu machen für PS5 oder PS4 oder wie für PC, einfach releasen, einfach als, noch nicht mal Remaster, einfach nur, ihr könnt das alte Spiel, weil das kommt auch gut in die Umfrage rein, weil für mich wäre das viel belastbarer für Capcom, wenn die sagen, jo, wir machen jetzt einen Dino Crisis 1 Port und wir schauen uns einfach die Verkaufszahlen an und dann sehen wir doch, ah, okay, da ist richtig Interesse, oder wir sehen, jo, das ist richtig am Abschmieren. Das ist ja, und die müssen ja nicht groß Geld dafür reinschmeißen. Also so ein Port, ohne dass die da was verbessern, das kann nicht so viel kosten. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein großes Risiko für die ist. Und das wären doch belastbare Zahlen für die Manager, dass die sagen können, okay, das hat mehr performt, als wir gedacht haben, das hat weniger performt. Daraufhin basieren wir dann, ob wir ein Remake machen oder nicht. Und was natürlich da mit reinspielen könnte, wäre, okay, vielleicht ist der Port aber dann ja das Konkurrenzprodukt zu dem Remake. Ich sehe es aber gar nicht so. Also ich glaube, die Leute, die Resident Evil 2 Remake gerne zocken, die werden jetzt nicht dann deswegen Resident Evil 2 nicht mehr zocken und andersrum, weil das einfach wirklich fundamental andere Spielerfahrungen sind. Und genauso wollen wir es ja bei Dino Crisis auch. Das finde ich interessant, wenn man sich mal anguckt, wie oft hat Capcom jetzt mal wirklich Ports rausgebracht, ne? Also, Vorsicht, Metal Gear ist nicht von Capcom, sondern von Konami. Das sind zwei unterschiedliche Studios. Du stimmst mir zu, Fragezeichen. Ja, definitiv, ja. In Klammern, Fragezeichen in Klammern. Ja, ja. Genau. Wenn wir uns jetzt nur mal Capcom angucken, die haben an sich über die Jahre wirklich keine Ports rausgehauen. Die sind eher die sind eher mal auf Remakes aus. Und ich glaube, ich sehe bei Dino Crisis so ein bisschen das Problem, Remake halte ich an sich für wahrscheinlicher. Das, was du meinst, ist kostengünstiger, ne, dass sie einfach einen Port raushauen. Aber da stellt sich auch so ein bisschen die Tomb Raider-Frage, ne? Weil das haben sie jetzt, als sie es neu rausgebracht haben mit neuer Grafik, da haben sie auch die komplette Steuerung verändert. Es kann sein, dass es aus der Mode rausgefallen ist. Die GameStar hat zum Beispiel eine 60er Wertung vergeben, was bedeutet, es ist an sich für sich selbst gesehen ein gutes Spiel, es ist aber mit modernen Standards nicht mehr vergleichbar. Das kann man sehen, wie man möchte. Ich bezweifle, dass der Port heutzutage bei den Leuten noch Anklang finden wird, weil die Leute, die es kennen, Ich glaube, der Anteil der Leute, die es nicht kennen, ist viel, viel größer als der Leute, die es noch kennen oder die es auch noch spielen würden. Deswegen, ich weiß es nicht. Aber das Ding ist ja das, Michael, oder vielleicht aber verstehe ich das da die Entwickler einfach zu wenig. Was haben sie denn zu verlieren? Also, wie gesagt, so ein Port kostet nicht viel und man kann einfach dann gauchen, okay, wie viel Interesse ist da oder nicht. Also man muss ja jetzt keinen riesen, weißt du, wie bei Tomb Raider, das war ja wirklich, die haben da auch Marketing reingesteckt, die haben das neu gemacht und so weiter. Das möchte ich ja alles nicht. Ich möchte einfach nur meinen Leuten sagen können, ihr wollt Dino Crisis spielen, okay, ihr müsst jetzt nicht 100 Euro bei eBay lassen, sondern kauft euch das doch für 15 Euro im Steam Store, ja, zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wo da das Problem wäre. Selbst wenn das floppt, haben sie ja nicht viel verloren, das meine ich damit. Nee, das verstehe ich voll und ganz, aber ich glaube, da fehlt uns auch vor allem der Einblick wegen Lizenzierung, im Store hochladen. Und die Sache ist die, wenn du, sagen wir mal, Interesse rausziehen möchtest, ob sich ein Remake lohnt, wirst du das natürlich, wenn du nur den Port hochlädst, wirst du das nicht rausfinden, wenn die Leute sich dann, also dann stören, ob die Steuerung nicht funktioniert, keine Ahnung. Das finde ich
alles mega interessant. Aber irgendwie ist es auch selten so, dass sich EntwicklerInnen mal denken, ah, lass doch mal wieder was Gutes für die Leute tun, lass mal Ports veröffentlichen oder so. Ja, ja, genau. Und also, das kann ja nur negativ für die sein, wenn dadurch dann Leute, die dieses Spiel spielen wollen, sich das halt auf illegale Weise mal holen. Weißt du, was ich meine? Also, Ja. Also, ich vermute, das machen halt Leute, ja, und ich verurteile das natürlich scharf, aber sie haben ja in irgendeiner Weise auch keine andere Möglichkeit. Also selbst wenn man dem Entwickler ja Geld geben möchte dafür, hat man hat ja keine Möglichkeit dafür. Ja, das ist nämlich jetzt eine interessante Frage, ne, wie es da weitergeht. Also ob sie auf sowas überhaupt auf die Gedanken kommen, sobald es mit Resident Evil durch sind. Dann stellt sich die Frage, kommt Resident Evil 5, das Remake 6? Wie lange machen sie das jetzt noch weiter? Aktuell hält die Siegesserie an, wenn wir jetzt mal Resident Evil 3 rauslassen. Das stimmt. Dino Crisis dachte ich mir halt immer mit einer ganz anderen Perspektive, entfernen wir uns von Resident Evil, weil ich bin großer Jurassic Park-Fan und Dino Crisis hatte ja vor allem auch eine Jurassic Park-Inspiration, eine ganz starke. Was gibt es an sich für gute Jurassic Park-artige Spiele? Und da würde ich logischerweise immer irgendwann bei Dino Crisis landen, weil so richtig Third-Person, First-Person-Shooter gibt es gar nicht so wirklich. Oder sagt dir Dino Break etwas, was Oktober 2023 erschienen ist? Dino Break? Nee. Ist das irgendein Koop-Shooter oder ist das ein Singleplayer? Das ist ein Singleplayer-Spiel, das sich sehr stark an Dino Crisis orientiert. Es hat 25 Rezensionen, alle sind samt ausgeglichen. Aber da würde es mich mega interessieren, wenn du schon mal reingespielt hättest oder so. Ich glaube, gerade Dino Break ist das gleiche wie dieses Outmar oder dieses, es gibt diesen ganz bekannten Resident Evil-Klon, der auch vor kurzem rausgekommen ist, der auch übelst schlecht ist. Also man sieht gerade so ein bisschen da. Oh Gott, also ja, okay, aber das Spiel sieht ja jetzt hier nicht. wir zeigen euch ein paar Dings. Ich glaube, damit könnten wir Capcom. Nee. Okay, damit könnten wir Capcom noch viel mehr bedrohen, nach dem Motto, bitte gebt uns endlich den Port oder macht ein Remake, bevor andere Studios draufkommen, uns mit solchen merkwürdigen Spielen zu quälen. Ja, und die hier den Unreal Engine Asset Store plündern. Oh Gott, okay, ja. Ja. Deswegen wäre meine Frage, ne, was ist eigentlich so ein gutes Jurassic Park-Alternativenspiel? Weil Jurassic World Evolution, finde ich, ist persönlich das allererste richtig gute Jurassic Park-Spiel, wo ich nicht weiß, ob du das gespielt hast. Ist das das, wo man sich so einen eigenen Park aufbauen kann? Ja. Ja. Ja, habe ich auf jeden Fall angespielt, jetzt nicht viel, aber ich fand's ganz witzig. Das macht vor allem so lange Bock, solange man es besser macht als die Leute in den Filmen und sobald nichts mehr passieren kann, dann ist es halt irgendwie auch langweilig. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr cooles Spiel. Hast du bei Dino Crisis auch Teil 2 und Teil 3 reingespielt? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe so eine gewisse Philosophie für meine Videos. Ich möchte da so jungfräulich wie möglich reingehen, wenn ich es kann. Und Dino Crisis zum Beispiel, so eine Serie, die habe ich nie über den ersten Teil hinaus gespielt. Und deswegen freue ich mich 2 und 3 komplett ohne Hintergedanken, ohne es gespoilert worden zu sein, spielen zu können. Wenn du jetzt auf deinem Kanal eine Umfrage machen würdest, welche Videos sich die Leute von dir wünschen und würde da jetzt demnächst auch Dino Crisis 2 auftauchen? Och, gute Frage. Ja, ich glaube schon. Also der zweite ist nämlich, so wie ich das noch richtig deute, die populäre Meinung ist, dass Dino Crisis 2 noch gut war. Und das bei Dino Crisis 3 abgeschmiert wurde. Ich lasse mich davon nicht zu sehr beeinflussen, weil ich die Spiele, wie gesagt, nicht kenne. Vielleicht haut mich ja Dino Crisis 3 von den Socken, wer weiß. Aber ich glaube, ja, das würden viele Leute wollen. Die meisten würden aber wahrscheinlich sagen, Resident Evil Zero oder Code Veronica hätten wir dann doch ein bisschen lieber. Aber ja, so ist es leider. Dilemma wie bei Capcom. Die Leute wollen halt Resident Evil straight in die Venen, straight in die Adern rein. Resident Evil mit Dinos ist dann so ein gutes Ding nebenbei. Aber hauptsächlich wollen sie halt Resident Evil, wenn es um die Art von Spiel geht.
Ja, Adam, aber dann schreib doch einfach ein Skript zu Dino Crisis 2 und dann lädst du das einfach hoch, weißt du? Das ist so, als ob Capcom halt ein Port veröffentlicht, ohne viel Mühe. Ne? Ja, oder ich glaube, mein Äquivalent wäre einfach ein Livestream zu Dino Crisis 2 und dann habe ich das in ein paar Stunden abgefrühstückt und dann ist gut. Ja, ne? Das würde irgendwie auch mit deinen aktuellen Videos überhaupt nicht passen. Ne? Deine Videos sind ja wirklich so eine in a nutshell Dokumentation mit allen drunnen und dran und das kann man irgendwie mit einem Livestream nicht vergleichen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein gutes Äquivalent. Was ich jetzt vom Gameplay von Dino Crisis gesehen habe, also es hat mich abgeschreckt, was du mir über die Menüs-Geschichte geredet hast. Das ist für mich meistens bei so alten Spielen, das reißt mich schon am Anfang raus. Es kommt vor allem darauf an, wie viel Flaschenhälse hast du am Anfang. Ne? Durch wie viel Tutorial-Schwierigkeiten musst du durch? Also nicht Dinge, die dir erklärt werden, sondern Dinge, die dir auf die Füße fallen. Mhm. Und da würde mich, glaube ich, das Inventar am Anfang komplett rausreißen, genauso wie die sehr schlechte Wegführung etc. Was von den Kämpfen aussah, das sah interessant aus, vor allem, weil es nicht immer nur aggressiv drauf ist. Es würde mich persönlich aber stören, und das könnte es mega oberflächlich sein, und ich bin gespannt, wie du das siehst, dass das Ganze so oft in Laboren spielt und nicht im Dschungel. Das würde mich persönlich stören. Ja, also das ist natürlich auch merkwürdig, ne? Bei einem Dino-Spiel erwartet man ja eher irgendwie, dass das auch zumindest teilweise draußen im Dschungel spielt. So wie ich das mitbekommen habe, ist das bei Dino Crisis 2 auch so. Bei Dino Crisis 1 nicht, hat auch einen guten Grund, weil es hauptsächlich von Shinji Mikami gemacht wurde wahrscheinlich, aber auch ein Storygrund. Du hast recht, also wenn dir das Environment nicht gefällt, also das verändert sich kaum in Dino Crisis. Also Dino Crisis, das macht das Spiel auch ein bisschen schwerer, wenn du das zum ersten Mal spielst, das sieht alles gleich aus, es ist alles so, ja, so laborartig, so, weißt du, steril, neben den toten Wissenschaftlern und dem Blut, was da rumliegt, aber ansonsten sehr steril gehalten. Kann sehr eintönig werden, da hast du recht. Vor allem, wenn es um Dinos geht, würde man vielleicht ein bisschen mehr Grün erwarten. Ich finde, gerade bei Resident Evil hast du noch diese architektonische Erzählweise, ne, dass man in einer Stadt anfängt oder im Polizeihauptquartier und dann kommt dieser plötzliche Wandel dann in das Labor. Ne? Du näherst dich dem Ursprung immer mehr. Es wird immer viel, viel, das Leid verschwindet, es wird immer mehr quasi ummantelt. Man merkt die Wirtschaft, man merkt den Kapitalismus, man spürt Umbrella. Ne? Und wenn du diese architektonische Reise halt nicht hast, ne, von Labor zu Labor, dann hast du halt auch diesen Überraschungseffekt irgendwie weg. Das sind mega oberflächliche Punkte, aber das sind so Sachen, an denen ich mich so ein bisschen stören würde. Wie persönlich bewertest du so ein bisschen die Dino-Vielfalt in Dino Crisis? Die Dino-Vielfalt, also um das mal kurz aufzuzählen, wir haben so ein, ich glaube, Velociraptoren sind das, ich hoffe. Also am Ende von meinem Dino Crisis-Video ist ganz hinten versteckt ein Part, wo ich ein bisschen Trivia über alle Dinos droppe. Der ist quasi nach der Outro-Sequenz. An alle, die mehr wissen wollen, als ich jetzt hier frei raushauen kann. Es gibt auf jeden Fall Velociraptoren. Es gibt so größere Dinos, die Velociraptoren später so ein bisschen ersetzen als ein stärkerer Gegner, sage ich jetzt mal. Dann gibt es den T-Rex, der dich die ganze Zeit verfolgt. Es gibt so ein Fliegedino, ja, da hört meine Kenntnis schon auf. Und es gibt so ganz kleine Dinos. das ist die Vielfalt. Und um ehrlich zu sein, also die kleinen Dinos zum Beispiel, an denen läufst du einfach vorbei. Der T-Rex ist eigentlich nur so eine Art Stalker, Schrägstrich Cutscene, Schrägstrich Endboss Dino. Ansonsten kommt er nicht vor. Und ja, die Raptoren und diese, wie gesagt, größeren Dinos, die so ein bisschen das Upgrade zu den Raptoren sind, die sind so deine Hauptgegner. Ja, bei den fliegenden Dinos kannst du auch ganz easy ausweichen. Also die Vielfalt lässt zu wünschen übrig, definitiv. Ich meine, wir sind gerade relativ gemein, ne, zu einem Spiel von 1999, was wir natürlich gerade mit unseren kleinen, mit unserer Zylinderperspektive aus dem guten Jahr 2024 draufblicken. Ich finde es das interessant, dass du den Video. Und die hat noch gar keine Federn, Federn. Das hätten die ja damals wissen müssen, ne? Also, ja, warum sind die nicht dargestellt? Ja, weil die Grafik das noch nicht konnte, du. Genau. Du Dino. Nee, aber ich finde es interessant, dass du ja auch in deinem Making-of sagst, beziehungsweise in dem Entwicklungshintergrund, dass das an sich
eigentlich ja noch viel, dass so noch intelligentere Gegner Dinos hätten vorkommen sollen, auch noch viel mehr, es ist auch viel, viel mehr Außengelände beziehungsweise andere Levelstrukturen. Das musste natürlich alles rausfliegen. Es ist überhaupt krass, dass das überhaupt mit der Technik damals alles möglich war. Es sind halt nur wirklich so Sachen, wo du halt gegen Resident Evil so ein bisschen abstinkst, ne? Wo für mich halt so ein bisschen, was ist das eigentliche entscheidende Ding? Es wird wahrscheinlich so seine ganz eigene Atmosphäre, seinen ganz eigenen Humor, seine ganz eigenen Vibe haben, oder? Ja, definitiv. Und man muss sagen, die Vielfalt ist nicht groß, aber wenn wir mal ehrlich sind, so groß war die Vielfalt in Resident Evil 1 jetzt auch nicht. Also da gibt es eigentlich nur eine verschiedene Arten von Zombies, den Hunde-Zombie und die Hunter, was es natürlich dann wieder wettmacht, sind und die Spinnen. Vielleicht vergesse ich noch was. Ich glaube, die Wespen. Schlange. So, Schlange. Genau, und dann halt die Bossgegner, ne? Die bringen halt noch sehr viel Vielfalt mit rein. Also Resident Evil 1 ist auf jeden Fall vielfältiger, aber jetzt auch nicht. Also, da ist jetzt auch keine Riesendifferenz. Die einzelnen Raptoren sind aber wirklich viel intelligenter und auch viel gefährlicher als in Resident Evil. Also, in Resident Evil, wenn du einen Zombie in einem Gang hast, ja, dann sparst du dir vielleicht mal die Munition oder du bläst ihn im Kopf mit deiner Shotgun weg. Aber der ist jetzt, dieser eine Zombie ist nicht die Gefahr, sage ich jetzt mal. Wenn dir ein Dino in einen Raum folgt, weil ja, das können die auch, die können dich in Räume verfolgen, dann geht dir dein Arsch auf Glatteis. Das sage ich dir, wie es ist. Also wirklich. Weil du hast vor allem am Anfang kaum eine Möglichkeit, die Dinger umzubringen. Das meiste, was du. Also mit deiner Pistole brauchst du es gar nicht versuchen, weil die sind gnadenlos, gehen die auf dich zu. Die Pistole hat gar keine Stopping Power. Also du setzt vielleicht drei Kugeln rein und dann kriegst du eine. Du kriegst zwar auch relativ früh eine Shotgun, aber dann auch nur also klar, du kriegst auch normale Patronen, aber vor allem auch so Betäubungspfeile, womit du dann die Dinos kurz ausschalten kannst, ja, aber nicht längerfristig. Das heißt, es gibt so eine konstante Bedrohung, auch in mehreren Playthroughs, für mich zumindest, hast du eine konstante Bedrohung durch diese Dinos. Und das hast du in Resident Evil meiner Meinung nach nicht. Das hast du vielleicht beim ersten Playthrough, aber sobald du dich einigermaßen gut auskennst, du kennst deine Wege, du kennst deine Zombies, die du erledigen musst, damit du da schnell durchkommst. Bei den Huntern wird das dann anders, aber selbst da, selbst die Hunter von Resident Evil sind nicht so eine Bedrohung wie die Dinos, weil die Dinos dich halt eben auch verfolgen können und um einiges mehr Schaden aushalten. Also die Dino-Vielfalt ist zwar nicht groß, aber die Dinos, die drin sind, sind wirklich terrifying. Und das macht das setzt das Spiel auch so ein bisschen für mich, das ist so ein bisschen auch der Unterschied bei den Gegnern zwischen Resident Evil und Dino Crisis. Also nicht nur die Vielfalt, nicht nur die Art, sondern auch wie beängstigend die einzelnen Raptoren sind. Terrifying Qualität. Quality. Genau. Ja, finde ich. Das macht mir jetzt schon den Mund echt wässrig, wie so einem Velociraptor. Weil, stell dir vor, in einem Remake halt auch mit mehr Außengelände, meinetwegen mehr Schauplätzen, anderen Rätseln, jetzt nicht unbedingt nur mal so, dass du dich auf Dokumente fokussieren musst, vor allem dieses ewige Code-Eingabe. Es ist auch für mich so eines der langweiligsten Rätsel überhaupt. Das hätte auf jeden Fall viel Potenzial. Wir werden irgendwie nicht schlau daraus, wo das jetzt bei Capcom liegt. Es ist nicht runter vom Tisch, aber sie scheinen auf den richtigen Moment zu warten. Ja. Ich traue denen zu, aber dann lassen wir das so offen stehen. Weißt du, was auch noch richtig cool ist an Dino Crisis? Und ich wette, was ist richtig cool an Dino Crisis? Da würdest du dir auch, und ich werde jetzt allen die Story ein bisschen spoilern, einfach weil ja, ich bitte. Die Story so eigentlich so genial finde, weil sie so ein bisschen mit den Erwartungen, die du hast, weil du Resident Evil so im Hinterkopf hast, so ein bisschen damit spielt und um einiges einiges besseren Story um die Ecke kommt, wie du das eigentlich erwartet hättest. Weil du gehst da rein, du hast Resident Evil gezockt, du hast Jurassic Park geschaut. Was für eine Story würdest du erwarten, Michael? Natürlich, Genlabor. Dass Eier Menschen Geld damit verdienen wollen. Ja, mit den Dinos. Genau. Ja, genau. Also jetzt in dem Kontext, weil du ja eine Militärbasis infiltrierst, würdest du natürlich davon ausgehen, okay, die wollen irgendwie
Biowaffen in irgendeiner Art und Weise mit diesen Teams herstellen. Ja, ja. Also das ist ja so das Klassische, wovon man dann ausgehen würde, weil es passt, ne? Jurassic Park, die haben ja auch durch die, ich habe den jetzt lange nicht mehr geguckt, ich meine durch die DNA, die irgendwie gefunden haben, konnten die das synthetisieren oder durch so ein Moskito und dadurch konnten die dann ja Eier züchten und dann wurden da Dinos draus. Ja, Das ist ungefähr, Jurassic Park in der Nutshell mit Halbwissen. Genau. Man erzeugt Elektrizität aus der Luft, aus dem Nichts. Und das funktioniert auch, und das möchten die, das möchte das Militär dieser unspezifizierten Nation, zumindest ist das im ersten Teil noch unspezifiziert, möchten quasi diesen Dr. Kirk nutzen, um ihre eigenen Waffen, die viel Strom brauchen, um den Strom zu erzeugen und diese Waffen damit halt, ja, mit Strom zu versorgen. Ja, also die möchten das ganz klar für ihr Militär nutzen. Dr. Kirk hat dieses Wunder, ja, was man ja eigentlich für die ganze Welt nutzen könnte, ja, unendlich erneuerbare Energien, ja, möchten die für militärische Zwecke nutzen. Und unser Staat möchte das auch. Also wir sind nicht die Guten. Wir haben nur Dr. Kirk quasi, Dr. Kirk hat die Seiten gewechselt. Aber unser Staat will auch seine Energie haben, ja. Also wir sind nicht die Guten und wir sind am Ende auch nicht die Guten. Am Ende sagen wir, ey, wenn wir Dr. Kirk zum Beispiel gerettet haben, sagt der Staat, jo, habt ihr super gemacht. Jetzt haben wir die Massenvernichtungskapazitäten. Aber es gewinnt keiner, ja. Also es ist jetzt nicht am Ende, ja, wir haben die Welt vor den Dinos oder so gerettet. Nein, wir transferieren den bösen Wissenschaftler von dem einen bösen Staat zum nächsten bösen Staat, ja. Mehr passiert eigentlich nicht. Deswegen sage ich, es gibt nicht so ein wirkliches Happy Ending, meiner Meinung nach. Was dabei dann leider passieren kann, ist eine Explosion. Beziehungsweise es wird nicht so ganz, also eine Explosion kann passieren, aber es kann auch einfach so eine Art Zeittransfer passieren, wie auch immer. Die Dinos sind also nicht geklont oder aus irgendeiner DNA, sondern das sind echte Dinos aus der Urzeit, die durch die Zeit gereist sind in diesem Energieerzeugungsprozess. Also die wollen Energie aus der Luft erzeugen und nutzen dadurch Energie aus der Vergangenheit, wie auch immer das funktionieren soll. Und dabei werden dann aber auch leider als Nebenprodukt die Dinos in die Neuzeit transferiert. Das heißt, wir haben es mit zeitreisenden Dinos zu tun. Zu tun. Okay, genau. Ich hab so viele Fragen, dass ich gar keine mehr habe. Und in einem der Storystränge, wenn man so nebenbei da rumläuft, passiert es dann aber auch, dass man irgendwie BOW sieht. Also die wollten dann aber auch die Dinos in irgendeiner Form nutzen als Biowaffe. Aber hauptsächlich war diese Energieerzeugung halt eben der Fokus von diesen von dem Staat, von dem Militär. Stell dir mal vor, wie random das ist, weil die hätten ja, gut, der wird ja sagen, welche Zeit am meisten Energie hatte, aber der hätte ja zum Beispiel auch ins Mittelalter gehen können und dann wäre es Medieval Crisis geworden, ne? Ja, genau. Oder er hätte ja in jede Zeit gehen können und dann ist es halt irgendwo da in der Jurazeit oder so und dann sehen die Dinos plötzlich ein Portal und laufen halt da durch. Also das würde ich ja auch machen, ne? Vor allem, wenn ich wüsste, dass mich ein Meteorit killen wird, dann wird mich vielleicht nur noch irgendeine Rothaarige killen, aber das ist immer noch besser als von so einem blöden Meteoriten gekillt zu werden. Eben, ja. Ach ja, das ist eigentlich voll sad. Ja. Das ist so ein Dino-Stück, das du auf einer griechischen Bühne als Tragödie aufführst, ja. Die Tragödie des Rex, ja. Die Tragödie des, wir machen Energie aus der Luft und sammeln plötzlich dabei, da sind auf dem Datenträger plötzlich auch noch Dinos drauf und ja, die haben wir dann als Haustiere. Ist das eine weirde Scheiße? Aber ja, ich bin sehr unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, dass es mit den Ports kompliziert ist. Es hatte Gameplay-Stärken, wiederum auch Gameplay, was heißt Schwächen? Also eben auch Eigenheiten. Ne? Also nicht alles ist eine Schwäche, nur weil wir es aus anderen Spielen anders kennen. Das ist halt wirklich eben, die Frage, ob es dann wirklich stört. Zum Teil ja, zum Teil nein. Es fordert euch auch heraus. Es spielt nur drin. Es gibt zwar wenig Dinos, aber die sind dafür cooler als jeder Zombie in Resident Evil. Spielt Dino Crisis und Capcom, bitte gebt uns die Möglichkeit, Dino Crisis zu spielen als Port. Bitte. Oder viel, viel besser als Remake. Als Remake natürlich
Macht doch einen Port und ein Remake, ja. Macht doch beides. Adam würde sich über beides freuen. Macht einfach bitte irgendwas. Hört doch einfach mal auf den Adam. Also wenn ihr auf den Adam hört, dann läuft das auch. Der hat euch auch gesagt, ihr hättet das Remake von 3 anders machen sollen. Ja, auf jeden Fall, ja, natürlich. Ihr hättet ihn einfach fragen können, aber das habt ihr halt nicht gemacht. Ne? Ja, eben, ich habe Zeit, also, aber gut. Ach, Capcom. Naja, du bist, solange du nicht Konami bist, solange du nicht Ubisoft bist, können wir dich alle noch lieb haben. Was mich dazu bringt, danke auf jeden Fall für diesen prähistorischen, gleichzeitig irgendwie über irgendwelche Energietheorien, doch sehr gegenwärtigen Exkurs. Haben wir auch ein bisschen was über Wissenschaft gelernt. Also, ne, schaut mal auf welche Pseudowissenschaftler. Pseudowissenschaft. mit einer Prise Halbwissen. Ja. was mich noch so ein paar Abschlussfragen bringt, die ich interessant finde, wenn ich die sowieso schon mal hier habe und du eigentlich viel, viel öfter hier sein solltest. Was zockst du eigentlich gerade nebenbei, wenn du gerade nicht schon wieder in einem deiner Mega-Videos steckst? Okay, ist die Frage jetzt darauf bezogen, was ich dann zocke für das nächste Mega-Video? Nee, was du privat zockst. Privat. Sei denn, du sagst, du zockst privat gar nichts mehr, dann kann man dich fragen, was du fürs nächste Video zockst. Ja. Entscheide selbst, wie du reagieren willst auf diese Frage. Also, ich glaube, das letzte Mal habe ich privat Palworld gespielt, Anfang Februar. Hab da gut Stunden reingebuttert. Ist ein ganz cooles Spiel, aber also ja, hat mich für ein paar Stunden unterhalten. Da bin ich aber mittlerweile auch wieder weg. Das ist so ein Spiel, das kann dir ganz schnell mal Monate deines Lebens rauben, glaube ich. Ansonsten spiele ich, muss ich zugeben, wirklich nur noch für den Kanal momentan. Ich kann ja da mal einen kurzen Ausblick geben, wenn es dich interessiert und die CCG Zuschauer. Ja, natürlich, hätte ich ja nicht gefragt. Sehr gut. Also, das wird zwar wahrscheinlich schon obsolet sein, wenn das hier rauskommt, aber nächste Woche kommt mein Tomb Raider 2 Video. Dementsprechend habe ich jetzt nicht vor kurzem, aber vor einem Monat oder zwei Tomb Raider 2 gezockt. Super Spiel, gönnt euch gerne die Master Collection. Egal, was GameStar sagt. Ich lehne mich auf gegen das deutsche Games-Imperium. Nein, gönnt es euch, wenn ihr einen guten Port haben wollt. Erwartet nicht viel von den Remaster-Sachen. Ansonsten zocke ich momentan, und das ist jetzt wirklich hier so ein Insider, ja. Also nur für die CCG. Leute, ihr müsst ganz nah rücken. Ihr müsst ganz nah rücken. Ihr müsst jetzt ganz leise sprechen. Kommt alle ganz nah. Das ist nur für uns. Ja, genau. Ich zocke momentan Final Fantasy. Aber nicht Reunion oder Rebirth oder wie auch immer, sondern das Original. Und das mache ich tatsächlich auch für den Kanal. Erwartet nicht, dass dieses Jahr ein Video dazu kommt. Oder ich sag mal, in den ersten 6, 7, 8 Monaten. Aber ich mag dieses Spiel wirklich. Ich habe es jetzt, lass mich nicht lügen, 50 Stunden lang gespielt. 30 Stunden auf der PS1, dann musste ich leider resetten und jetzt habe ich nochmal 20 Stunden auf dem PC gezockt. Und es macht mega, mega, mega Bock. Ich weiß, es gibt schon sehr lange Videos darüber, es wurde dazu auch eigentlich schon alles gesagt, aber irgendwie hätte ich schon Bock, mal meinen eigenen Senf zu diesem Meisterwerk zu geben und bleibt unter uns, ne? Aber ja, klar, und voll unter irgendwann wird es da auf jeden Fall was zu geben von mir. Hätte ich auf jeden Fall Lust. Und da das ein sehr, sehr langes Video wird, hätte ich auch Bock, mehrere Creator dazu einzuladen. Und vielleicht hat der Michael ja Bock, da mal ein bisschen so einen kleinen Part zu übernehmen. Aber das ist so das, was ich anteasern kann. Und ansonsten zocke ich eigentlich die ganze Zeit immer Metal Gear Solid. Ich hatte ja sowieso gefragt, wann du mich mal auf eine deiner Expeditionen mitnimmst und du hast immer gesagt, du bist noch nicht ready, bist noch nicht bereit, es ist super gefährlich dort draußen, aber ich will unbedingt mitkommen, habe ich wie so ein 8-Jähriger gesagt und jetzt nimmst du deinen Entdeckerhut und setzt ihn mir auf und sagst, so Indianer, du wirst es jetzt machen. Ich sag dir, Adam und ich hätten einen viel besseren Indiana Jones Rat der Zeit irgendwas gedreht, also sage ich jetzt einfach. Wäre jetzt auch nicht schwierig gewesen, glaube ich. Nee. Aber, ja. Also doppelt und dreifach so gut. Nee, sehr, sehr gerne. Final Fantasy Teil 1, meinst du? 7. Ach, wirklich? Oh, das originale 7. Das originale 7. So richtig schön. Und wirklich, ich zocke das ohne Mods. Ich habe das auf der PS1, wie gesagt, gezockt. Jetzt auf dem Steam wirklich so raw, so original. Ich muss bei jede blöde Battle-Animation mir anschauen. Ich muss speichern, wenn das Spiel will, dass ich speichern
ich muss grinden. Und es macht mega Bock, ja. Aber ist das nicht so, jede Animation anschauen, ist das nicht so für den Retro-Gasm? Weißt du, so, oh, ja, ja, das ist auch so richtig ist schön so alt. Ist auch so. Das denkt man sich bei jeder Animation. Man denkt, also ich denk mir auch so, Alter, so jede Beschwörung hat da ja wirklich so eine eigene Animation und sieht übel geil aus. Und ich denk mir jedes Mal so, haben die sich da damals, also wenn ich mir denke, auf was für Toastern die das damals programmiert haben, denke ich mir jedes Mal, boah, ist das gut gemacht für das, was die damals für Mittel hatten. Also da bin ich jedes Mal, also da kriegst du mich mehr mit, als wenn du mir heute ein 4K Unreal Engine Blödsinn zeigst. Das packt mich irgendwie mehr, da habe ich auch irgendwie mehr Bock drauf. Ja, ich sag, ne, EntwicklerInnenliebe ist für mich immer 12K, ne? Also komm mir nicht mit 4K, ne? Ja. Liebe schlägt eh alles, egal wie pixelig das aussieht. Da rennst du bei mir sehr viele hintereinander stehende offene Türen ein, oder beziehungsweise ja, du läufst einfach durch und beschleunigst wahrscheinlich mit jeder Tür immer weiter, bis du bei den Dinos auskommst. Bis ich dann irgendwann mit meinem Laufen Energie erzeugt habe, genau. Und dann zurück in der Zeit lande. Genau, und dann gibt's ein Studio in der Kreidezeit, das ein Videospiel produziert, das Adam Crisis heißt, genau. Ich glaube, heute drehen wir total ab. Nee, ich bin nämlich überhaupt kein Freund von diesem Remake, was ich nicht schlecht finde, wegen den Echtzeitkämpfen, die jetzt rundenbasiert, oder rundenbasierte Kämpfe, die jetzt Echtzeit sind, das ist alles ganz cool. Es gibt so ein paar Sachen, die mich dann am Anfang irgendwie rausreißen und deswegen bin ich umso gespannter, das Originale zu sehen. Mhm. Weil es kann auch sein, dass bei einem Remake einfach auch Sachen verschwinden, die gar nicht mal schlecht waren. Deswegen gucke ich mir sehr, sehr gerne an und wir können gerne dazu planen, aber und jetzt hattest du gesagt, dass du Metal Gear Solid sonst sowieso immer spielst. Genau. Ich denke mal vor allem jetzt gerade für deinen 24-Stunden-Stream, der vor kurzem gelaufen ist. Yes, genau. Und aber auch, das ist definitiv im Plan, nach meinem Tomb Raider 2-Video kommt mein Metal Gear Solid 2-Video. Ja, das ist da freue ich mich auch sehr drauf. Ich muss mich ja vorbereiten für Metal Gear Solid Delta, das 3er-Remake. Bis dahin will ich auf jeden Fall zumindest am Metal Gear Solid 3-Video sitzen. Und da steht natürlich der Endboss, der Solidus Metal Gear Solid 2 Snake vor mir. Und den muss ich als erstes besiegen, bevor ich dann weitergehen kann. Ich erkenne also mittlerweile ein leichtes Muster bei deinen Videos. Ne? Gerade bist du so ein bisschen in den zweiten Teilen drin. Ja. Ich habe jetzt leider keine Umfrage vorbereitet, deswegen denke ich mir einfach eine aus. Das heißt, alle Zahlen, die ich jetzt habe, sind total für den Hintern oder irgendwo aus der Zeit gekommen. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Videos von dir zu sehen zu Dead Space? Das kannst du mal kurz beantworten, wenn du willst. Also, wenn ihr ein Video von mir sehen wollt zu Dead Space, dann müsst ihr einfach nur auf meinem Kanal gehen und runterscrollen. Ich habe nämlich mal das Dead Space Remake behandelt, in einer sogenannten Remake-Analyse. Stimmt, das war jetzt ein Eigentor. Ja, genau. Genau. Ganz vergessen. Aber da kann ich ja schon mal Werbung machen für das Video. Nein, dann sage ich Dead Space 2. Dead Space 2, ja. Habe ich auf jeden Fall mehrmals gespielt. Auf jeden Fall. Ich bin aber momentan total in meiner Retro-Phase, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich werde so schnell nicht aus meiner PS1 und PS2-Ära rauskommen. Ja, außer für ein Silent Hill 2 Remake oder Metal Gear Solid Delta Remake. Oh ja, dieses Jahr wird noch sehr, 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 sehr spannend. Bevor ich jetzt eine Frage nach der anderen Reihe und du dann mir immer die Standardantwort gibst, ja, aber Michael, aktuell bin ich in meiner PS1-Ära. Genau. PR-Antwort. Und die deckelt sich mit jedem Mal. Die wird immer stärker, je öfter du sie droppst. Ja, genau. Nee, finde ich mega interessant. Ich finde sowieso interessant, welchen Katalog du behandelst, anstatt dass du dich mit Release-Titeln beschäftigst, was ich persönlich immer am langweiligsten finde, weil das Teil ist halt gerade draußen. Jetzt reden wir darüber, ob es gut oder schlecht ist. Und du wiederum beschäftigst dich damit Spielen, wo so viele Jahre an Material, ne, und an Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Du kannst auf so viel Sachen aufbauen. Und deswegen, das finde ich so viel spannender. Und ach, Nostalgie geht sowieso immer. Nostalgie geht sowieso immer. Eben. Und ich mag das dann auch, ja, in diese alten Spiele so ein bisschen aufleben zu lassen. So auch meiner Community, wie ich das auch damals bei Dino Crisis, vorhin bei Dino Crisis erwähnt habe, da bilden sich dann auch so Inside-Jokes zu so ganz alten Spielen, weißt du? Also so Besonderheiten, die fallen uns dann auf, weil wir uns einfach mega viel mit diesen Spielen auseinandersetzen. Und das lebt auch so ein bisschen so diese Kultur wieder auf, so diese Zeit. Man kennt's ja so, es gibt viele im Mainstream Witze, Jokes, Kultur um halt die neuesten Spiele herum. Und ich finde das ganz cool, wenn man das auch
zu den alten Spielen so ein bisschen noch mal neu aufbaut und auch noch mal neu aufleben lässt. Und das kann man halt eben nur meiner Meinung nach, wenn man das wirklich so macht wie ich. Ich nehme mir ja wirklich Monate Zeit für das Spiel. Ich rede mit meiner Community sehr, sehr lange über diese Spiele. Wir streamen das sehr, sehr lange. Und dadurch ja, vertieft sich das Ganze auch noch mal. Also das ist dann nicht nur so, ja, wir haben jetzt Nostalgie für eine Stunde oder so, sondern das ist dann wirklich, wir lassen so ein bisschen so diese Ära für uns in unserem kleinen Kreis wieder auferstehen. Habe ich einen mega Respekt vor, genieße ich auch jedes Mal und auch zu sehen, für welches Spiel du jetzt quasi das Tor öffnest, dass man das dann zelebriert. Das finde ich halt immer mega cool. Ich bin gespannt, also deine Energie, deine Zeit scheinen ja endlos zu sein. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf zu sehen, welche Videos da alle noch kommen werden. Hast du noch irgendwas, hast du noch irgendein Abschlussstatement, irgendein Abschlussthema? Hast du noch irgendwas für mich? Es war aber wieder, ich kann dir jetzt schon sagen, ich spoilere euch nicht, aber es war mir jetzt schon wieder ein riesiges Vergnügen, dich eingeladen zu haben. Ja, es war mir auch ein riesiges Vergnügen. Ich freue mich immer wieder auf eure Podcasts. Ich habe letztens, also eine große Podcast-Empfehlung hier, dein Podcast mit dem Rudolf Professor Inders der? Wahrscheinlich. Rudolf ja, Inders meinst Rudolf, du genau. Ja, ich nenne ihn jetzt einfach Rudolf, sorry, Herr Doktor. Wird er kein Herr Problem Doktor, mit haben. Sorry, Herr Doktor. Wird er kein Problem mit haben. Dein Podcast mit dem Rudolf war wirklich sehr cool. Ich habe mir dann direkt, da geht es um Video-Essays. Natürlich ein Thema, was mich sehr interessiert, weil ich Video-Essays sehr gerne schaue und auch versuche, Video-Essay-Elemente in meinen Videos mit einzubauen. Sehr, sehr informatives und cooles Video, was er mit dem lieben Rudolf da gemacht hat. Also ganz große Podcast-Empfehlung an der Stelle. Und ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was ich noch sagen will. Holt euch Dino Crisis auf komplett legalen Wege. Zockt es, habt Spaß dabei. Es ist wirklich ein super Spiel und lasst uns doch mal Capcom so ein bisschen in die richtige Richtung lotsen, ja, Leute. Damit ein bisschen schubsen. Ein ja, bisschen damit schubsen. Wir Leute zu ihrem Glück zwingen, wir ja. Wir brauchen doch die 4K-Dinos, Leute, kommt. Das wäre so mein Appell am Ende, ja. ihr braucht meinen Kanal nicht abonnieren oder so. Ja, geht zu Capcom und nervt die in den Twitter-Replies, dass die das mal machen sollen. Und ja, das ist so mein Abschlussstatement. 4K-Dinos, das ist 4K-Dinos ein sehr schönes, brauchen wir, genau. Ja. Also sammelt euch Dino-Lore an und verlangt 4K-Dinos, denn nicht weniger hat die Welt verdient. Sehr, sehr, sehr cool. Danke, Adam, dass du dabei warst. Leute, wenn ihr das auf YouTube hört, bitte hinterlasst einen Kommentar, einen Like. Lasst uns auch einen Teil haben, was sind eure Gedanken zu Dino Crisis. Seid ihr über Adam hierher gekommen oder seid ihr über andere Wege hierher gekommen? Aber wie tief steckt ihr in Dino Crisis? Spielt ihr jetzt wieder rein? Wie sieht's mit eurer Dino-Lore aus? Und das Gleiche gilt natürlich für die Podcast-Apps eures Vertrauens, Spotify, Apple und Co. Lasst uns daran teilhaben. Wie stark ist eure Dino-Liebe und wie sehr wollt ihr 4K, 5K, 6K Dinos haben? Und wie wollen wir Capcom dazu bringen, das Richtige zu tun? Und ihr wisst natürlich auch, wir haben ein super tolles Bonusprogramm auf Steady. Für Minimum 5 Euro im Monat geht es los mit sehr, sehr, sehr viel coolen Bonusinhalten, darunter Let's Dive Into's, wo wir Spiele komplett vom letzten bis zum ersten und umgekehrten Pixel auseinandernehmen. Amazon Sternenkriege, ich werd müde, das alles aufzuzählen, was wir da haben. Ich sag euch nur, alle, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, dass ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao. Tschüss.